Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Hier haben wir jetzt den neuen VW Caddy. Wir schauen ihn uns jetzt hier erst einmal in der Cargo-Variante an, bei der Weltpremiere. Es ist natürlich hier dementsprechend viel los. Aber wie wir sehen, es ist komplett ein neues Design. Die lackierten Flächen hier im Stoßfänger wirken sehr futuristisch, sorgen dafür, dass das Fahrzeug ein wenig wie eine Studie aussieht, kommt aber tatsächlich so in den höheren Ausstattungsvarianten. Hier unten übrigens der Auffahrwarner bzw. der Notbremsassistent, der hier unten drinnen ist. Dann haben wir jetzt Voll-LED-Scheinwerfer, optional. Dann die Cargo-Variante hat natürlich hier geschlossene Fenster, aber auch eine Schiebetür. Es gibt weiterhin zwei Radstände, den kurzen Radstand, den wir hier sehen, oder den langen Radstand, den wir da hinten sehen. Sowohl beide haben natürlich auch 7 Sitze optional. Die Sitze sind ausbaubar und sind auch nicht allzu schwer. Es wird mehrere Varianten des VW Caddy wieder geben. Da drüben steht zum Beispiel die Offroad-Version Panamericana, die kommen soll. Dann haben wir hier natürlich den klassischen Caddy in der Style-Variante. Es gibt 3 Ausstattungslinien, und zwar Caddy, Live und Style. Style ist natürlich die höchste mit LED-Scheinwerfern. Hier LED-Rückleuchten, die sind auch nicht Serie, sondern werden tatsächlich erst in höheren Ausstattungslinien geboten. Hinter der Heckklappe befindet sich ein sehr großzügiger Kofferraum, wie wir es kennen, quadratisch, praktisch und auch gut. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz hier hinein. Das gönnen wir uns jetzt einfach. Da sehen wir es auch. Ja, riesig ist er geworden. Wir haben übrigens das ganze Fahrzeug steht jetzt erstmalig auf dem MQB, also dem modularen Querbaukasten. Das heißt, alles, was der Golf 8 kann, kann jetzt auch der Caddy prinzipiell. Wobei, witzigerweise, der Caddy steht hier tatsächlich auf Starrachsen. Ja, und zwar natürlich aufgrund der möglichen Zuladung. Wir sehen hier nochmal den Panamericana. Dann sehen wir hier, das ist die Basisvariante. So sieht sie aus. Halogenscheinwerfer, unlackierte Plastikteile. Ja, so werdet ihr tatsächlich den Caddy des Öfteren sehen. Und da hinten steht mein persönliches Highlight, der VW Caddy Edition. Mir gefällt der richtig, richtig gut mit diesem Kontrastlack. Glossy, schwarzer Einlässen, hier unten der Edition-Schriftzug, schwarz lackierte Außenspiegel und ein schwarz lackiertes Glasdach mit dem schönen Weiß. Das steht ihm unheimlich gut. Auch die LED-Scheinwerfer gefallen mir richtig gut. Ich würde sagen, jetzt werfen wir noch mal einen kurzen Blick in den Innenraum. Willkommen im Innenraum vom neuen VW Caddy Nummer 5. Ja. Hier, so sieht das Ganze aus. Natürlich typisch für Hochdachkombis, die ja auch im Nutzfahrzeugbereich hauptsächlich angesiedelt sind. Ganz wichtig, viele, viele Ablagefächer. Und da fangen wir einfach mal an. Da haben wir hier oben nämlich eine sehr, sehr große Fläche. Wir haben hier auch gleich einen 12-Volt-Anschluss auch mit drinnen. Die Ablagen sind gut erreichbar. Da passt auch jede Menge Zeugs rein. Hier noch so eine kleine Ablage. Wir haben ein sehr großes Handschuhfach hier drinnen. Dann haben wir hier, das ist, finde ich, sehr, sehr witzig gelöst, eine kleine Ablage, wo wir was drauflegen können. Und darunter ist die Induktivladeschale fürs Smartphone. 2 USB-C-Anschlüsse, ein 12-Volt-Anschluss, Cupholder, verstellbare Armlehne. Ja, und natürlich auch die Türentafeln sind sehr großzügig bemessen, was die Ablagen angeht. Größte Innovation, und das Wort wörtlich genannt, ist natürlich das Innovation Cockpit. Wir kennen es aus dem VW Golf. Wir können mal schauen, was wir hier zum Leben erwecken können. Leider nicht allzu viel, da uns der Schlüssel hier fehlt im Fahrzeug. Deswegen muss ich euch jetzt das Ganze erst einmal so erzählen. Wir haben hier 2 10 Zoll Displays. Das eine hier auf der rechten Seite fürs Infotainment, das auf der linken Seite ist das Kombi-Instrument. Wir haben hier quasi kaum oder gar keine, besser gesagt, Taster mehr, sondern lediglich alles nur noch Touchflächen. Das Lichtschaltzentrum hier links, wie wir es beim Golf kennen. Dann haben wir alles auf das Multifunktionslenkrad reduziert, wie wir es von Volkswagen kennen. Das ist übrigens das Neue. Das neue Logo ist natürlich auch schon drauf. Links die Tempomat-Bedienung, rechts die Bedienung des Innovation Cockpit.
Dann haben wir hier auch die Bedienung des der Klimasteuerung ist in den Monitor hineingewandert. Das haben wir dann hier, wenn wir das dann machen können. Aber hier haben wir leider nur ein Showfahrzeug. Da wird im Moment leider nicht viel laufen. Dennoch sehen wir hier, die Bedienung ist hier die Temperatur. Hier finden wir die Temperaturregelung. Wir können natürlich nach rechts swipen, dann wird es wärmer, nach links wird es kälter. Ansonsten haben wir hier die Lautstärkenregulierung vom Audiosystem. Doppeltouch ist dann tatsächlich auch die Sitzheizung. Sitzgefühl sehr gut. Ich sitze angenehm hoch hier im Caddy. Kopffreiheit stellt kein Problem dar, denn wir haben hier genügend Platz nach oben. Die Sitze sind angenehm bequem. Es gibt übrigens Ergo-Komfortsitze. Die sind AGR zertifiziert, also Aktion gesunder Rücken, damit wir auch längere Strecken hier gut absolvieren können. Was natürlich die Materialien angeht, das sind robuste Materialien, die sind leicht abwaschbar. Da ist natürlich auch der Nutzfahrzeugbereich eher der Punkt. Dennoch hat man hier sehr viel Charakter aus dem PKW mit hineinbezogen. Die Materialien fühlen sich alle wunderbar an, sind einwandfrei abwaschbar und genau das ist da draußen natürlich für Familien besonders interessant oder für Leute, die viel in der Freizeitaktivität unterwegs sind, draußen in der Natur. Und da kommt halt dann doch mal mehr Dreck hier in den Wagen rein und es ist einfacher zu reinigen. Unter der Haube des VW Caddy arbeiten natürlich die aus dem Golf 8 bekannten Triebwerke, allerdings hier ohne das 48 Volt Mildhybrid-System. Auch der E-Caddy, der erst gerade vorgestellt wurde auf der alten Plattform, der wird noch ein wenig auf sich warten lassen, bis man ihn auf die neue Plattform umzieht. Also wer hier tatsächlich elektrisch unterwegs sein will oder einen elektrifizierten Antrieb sucht, ist im Moment beim Caddy vielleicht noch nicht an der richtigen Adresse. Dafür gibt es allerdings nagelneue Turbodieselmotoren mit 2 Liter Hubraum und Twin Dosing Abgasreinigung sowie die neuen 1,5 Liter TSI Motor. Von 75 bis 122 PS reicht dann die Leistung. Der VW Caddy 5 oder soll ich besser sagen, der VW Golf mit Hochdach, so würde ich persönlich sagen, sieht es doch eher fast schon aus. Toll ist er geworden, der Caddy, PKW ähnlicher denn je. Völlig innovativ geworden, dank des neuen InnoVision Cockpits, was wir hier haben. Schöne LED-Scheinwerfer, optisch das Ganze auch sehr gefällig. Jetzt ist aber eher die Frage, was denkt ihr denn zum neuen VW Caddy? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns hier ein wenig diskutieren und damit sage ich Tschüss und Servus.